Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Und heute gibt es ein Spieltag-Orakel des 8. Spieltages in der Bundesliga. Und ja, jetzt kommt erstmal das Intro und dann sehen wir uns wieder. So, der 8. Spieltag ist hier mit der Partie Bayern gegen Werder, Gladbach gegen Augsburg. Dann haben wir hier Hoffenheim gegen Stuttgart. Wir haben hier Schalke gegen Wolfsburg. Wir haben hier Arminia Bielefeld gegen Leverkusen. Das nächste Spiel ist hier Frankfurt gegen Leipzig. Dann haben wir hier das Spiel Hertha gegen den BVB. Dann kommen die zwei Sonntagsspiele, Freiburg gegen Mainz und das Spiel Köln gegen Union. Und das Orakel mache ich hier mit drei Boostern, mit den 11er Boostern der Match Attacks 2020, 2021. Und ich mache mich jetzt mal kurz weg hier und ich komme nachher wieder. So, dann würde ich mal sagen, los geht's. Die zwei Booster hier noch auf Seite und dann legen wir los. So, erster Code wieder für euch. So, wartet, jetzt. So, wir hätten das erste Tor für Werder Bremen. Ja, moin. Jetzt muss ich mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich das möchte. Ah, jetzt. Ein Augenblick. So ist besser. Dann hätten wir hier St. Pauli, aber die spielen ja nicht in der ersten Liga. Wir haben hier nochmal Werder. Das wäre das 2:0. Ach, ich muss das nächste Mal ein bisschen anders machen. So, da hätten wir hier Hoffenheim. Harderabek. So, hierher. Das andere war Sargent und wer war der andere hier? Bittencourt. So, weiter geht's. Wir haben hier Gladbach. Machen wir die Gladbacher hier. Oh, das wird ja richtig eng. Okay, das muss ich nächstes Mal anders machen. Dann haben wir hier Leipzig. Die haben wir hier unten. Zack. Dann haben wir hier Frankfurt. Der Leipziger war Upe Mezzano. Hier haben wir Da Costa von Frankfurt. Das wäre das 1:1. Noch ein bisschen. Hier habe ich Platz. So, da hätten wir hier einen Mainzer mit Fernandes. Mainz haben wir. Wo sind denn die Mainzer? Die hätten wir hier. So. Dann haben wir hier Hannover 96, die sind ja auch nicht in der ersten. Dann haben wir hier Joshua Kimmich als Starspieler, das ist das 1:2. Ich muss die so aufeinander legen, sonst geht das nicht anders. Und da haben wir das Club-Logo, aber das zählt ja leider nicht. Ich hätte das ja lieber mit den Club-Logos gemacht, aber ich habe sie leider noch nicht alle. So, nächster Booster. Nächster Code für euch. Wenn das so klappt. Kann man es lesen? So. Schauen wir mal. Mal gucken, ob welche umgedreht werden müssen. Ja. So. So. Wir haben hier Braunschweig Bär. Aber die spielen ja auch nicht in der ersten. Wir haben hier einen Kölner, Höger,
Und das ist das 1:0 für Köln. Wir haben hier Serda von Schalke. So, ups. Dann haben wir hier Hernandez von den Bayern. Das ist das 2:2. Wir haben hier Gladbach Neuhaus. Das ist das 2:0. Wir haben hier Framberger von Augsburg. Das ist das 2:1. Ich muss sie leider so aufeinander legen. Dann haben wir hier von Union Gentner. Das ist das 1:1. Obwohl, hier habe ich genug Platz. Dann habe ich hier Arminia Bielefeld, Gerbauer. Nein, ach Quatsch, Gebauer. Gebauer. So. Dann hätte ich hier von Heidenheim Urnitsch, aber die sind ja nicht in der ersten. Dann haben wir als nächstes schon wieder Starspieler Joshua Kimmich. Das ist das 3:2. Und dann hätten wir das Club-Logo von Dortmund. Und dann haben wir noch einen Booster. Der entscheidet jetzt alles. Also der Code. Hier haben wir den Code. So. So. Dann geht's weiter. Einen Augenblick. Ich muss gucken, ob sie auf dem Kopf stehen. Ein paar stehen auf dem Kopf. So, weiter geht's hier mit Hamburg Terrotte, aber die sind ja auch nicht in der ersten. Dann haben wir hier Augsburg mit Vargas. Das müsste das 2:2 sein. Dann haben wir die Hertha mit Cefuk. Das ist das 1:0. Dann haben wir hier Leipzig mit Forsberg. Das ist das 1:2 für Leipzig. Dann haben wir hier Haaland für den BVB mit dem 1:1. Dann haben wir hier Schalke Ramann. Das ist das 2:0. Ja. Geht das so? Jo. Dann haben wir hier ein Kölner, Kainz, das ist das 2:1 für die Kölner. Dann hätten wir hier SC Paderborn. Die spielen auch nicht in der ersten. Dann hätten wir hier ein Leverkusener, Diaby. Das ist das 1:1. Jetzt knallt hier das Licht drauf. Naja, egal. Und dann haben wir nochmal einen Kölner. Skrihiri, oh Gott, ich kann ihn nicht aussprechen. Der kommt hier hin, das ist das 3:1. Und dann haben wir noch einen Freiburger als Limmi, Griffo. Wo haben wir die Freiburger? Jetzt muss ich gucken. Oh, das ist das 1:1. Okay, Orakel sagt, dass hier das Bayern-Spiel gegen Werder 3:2 gewinnt. Dann haben wir hier das Gladbach gegen Augsburg. Das soll 2:2 ausgehen. Hoffenheim gegen Stuttgart 1:0. Schalke gegen Wolfsburg 2:0. Ja, moin. Dann haben wir hier Arminia Bielefeld gegen Leverkusen 1:1. Wir haben hier Frankfurt gegen Leipzig 1:2. Dann haben wir hier die Hertha gegen Dortmund 1:1. Dann haben wir hier Freiburg gegen Mainz 1:1. Wir haben hier Köln gegen Union 3:1. Ja. So, dann bin ich hier wieder. Ich mache die mal hier wieder weg. So. Weil ich zeige euch jetzt meine Tipps. So, einen Augenblick. So. Ich zeige jetzt meine Tipps.
Und zwar sage ich, das Bayern-Spiel geht gegen Werder 4:1 aus. Ich sage, das Gladbach gegen Augsburg-Spiel geht 3:0 aus. Hoffenheim gegen Stuttgart 2:1. Schalke gegen Wolfsburg 1:3. Bielefeld gegen Leverkusen 0:2. Frankfurt gegen Leipzig 1:2. Hertha gegen BVB 2:4. Dann Freiburg gegen Mainz 2:2 und Köln gegen Union auch 2:2. Ja, so wäre das mein Tipp und halt mein Orakel. Oh, das sieht ja meine Maus. Ja, egal. So, ihr könnt jetzt gerne noch ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Und natürlich dieses Video liken. Jetzt sieht man es nicht, aber egal. Ihr wisst ja, was ich meine. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.